Sony Interactive Entertainment präsentiert. Naughty Dog. Iron Galaxy. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, im Moment sind es wirklich etwas viele neue Let's Plays, aber ich kann nichts dafür, dass jetzt irgendwie alle Spiele auf einmal kommen. Und ich bin schon ganz froh darüber, dass wir Assassin's Creed jetzt doch nochmal vertröstet haben im Endeffekt, dass wir das jetzt aktuell leider noch nicht spielen können. The Last of Us. Man kann es noch nicht sehen. Ich traue mich allerdings noch nicht so ganz beliebige Taste zu drücken, weil ich habe mir sagen lassen, das Spiel hat sehr, sehr viele schlechte Kritiken. Also ich habe selber gesehen auf Steam, weil wo sehr viel negative Sachen damit verbunden werden aktuell. Als ich gerade gelesen habe, Naughty Dogs hat sich bei mir schon alles zusammengezogen. Das war nämlich, glaube ich, auch die dieses ein Horrorspiel gemacht haben. Ich komme gar nicht drauf, wie es heißt. Steht aber in meiner besten Horrorspielleiste drin. Das war ein Spiel, was ich sehr gerne gespielt habe, was aber irrsinnig lange gebraucht hat, um jede einzelne Ladesequenz zu laden. Und was immer wieder am Haken war während der Dialoge. Ich hoffe inständig, dass das jetzt nicht wieder so sein wird. Weil gerade die PlayStation-Adaptionen, die dann auf den PC kommen, sind ja doch eher schlechte, also gute Titel, die aber extremst schlecht umgewandelt worden sind auf dem PC. Die dann zumindest am Anfang sehr, sehr häufig extrem schlechte Wertungen bekommen haben. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier noch reden soll, bis dieser Gebäude-Shader endlich mal auf 100% steht. Es hieß, das dauert wohl gefühlt 3 Jahre, man soll es aber unbedingt auf 100% hochlaufen lassen, weil das wohl verhindern soll, dass ja eins der Hauptprobleme stattfindet, nämlich ständiges Abstürzen. Mit ständigen Abstürzen kennen wir uns seit Diablo 3 ja schon aus, also seit der Closed Beta. In der Beta war es auch nicht viel besser, muss ich dazu sagen. Also es ist ein bisschen weniger geworden, aber es waren halt immer noch viele Abstürze da. Ja, ich warte jetzt erstmal, ich denke mal gefühlt noch eine halbe Stunde, warte ich jetzt erstmal, bis unten der Gebäudeshader auf 100% steht. Und dann sehe ich euch gleich direkt wieder und wir können endlich starten. Tommy, ich... Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Okay, ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Guten Tag.
Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, da ist er. Onkel Tommy? Hallo? Ja, und was ist denn da los? Damit können wir uns nun endlich selbst bewegen. Und ich muss sagen, die Grafik ist schon schön, aber dieses komische Krisselige gefällt mir gerade so gar nicht. Und die Ränder. Aber wenn man jetzt hier zum Beispiel guckt unter den Armen, das sieht so völlig verpixelt aus. Aber gut, wir schauen erstmal, wie es weitergeht. Ich bin ja immer so jemand, die dann direkt mal guckt und denkt, okay, das kann ich jetzt schon mal negativ anmerken. Wieso Y? Achso, ja klar, Y. Es ist tot. Was aber natürlich nicht heißt, dass das irgendwelche negativen Folgen auf das Spiel hat. Beziehungsweise auf mein Spielerlebnis damit. Ich schaue mich jetzt erstmal hier um. Ich denke mal, dass wir hier nichts machen können. Aber doch, so unten war doch gerade noch irgendwas. Ah ne, das hieß nur, dass ich mich umdrehen soll. Okay, was ist denn das für ein Koffer hier? Soll das eine Art Lautsprecher sein? Okay. Okay, sieht auf jeden Fall noch alles friedlich aus. Ich meine, wer das Spiel kennt, weiß, dass es quasi eine Zombie-Apokalypse geben wird. Da habe ich wohl nichts zu viel von verraten. Ich meine, das, ja, hat man wohl schon mitbekommen. Übrigens, ganz kurze Anmerkung. Ich habe tatsächlich jetzt eine halbe Stunde gewartet und dieser komische Shader da ist erst auf 50%. Aber ehrlich gesagt habe ich keine Zeit und keine Lust, noch mehr zu warten. Deswegen habe ich jetzt schon mal das Spiel gestartet. Wieso muss ich hier mal Y drücken anstatt A? Ah, das ist doch... Das ist irgendwie komisch. Kann man das einstellen? Normalerweise drückt man ja A. Damit kann ich lesen. Texas Herald. Anstieg von 300% aufgrund von mysteriöser Infektion. Hohe Aufnahmezahlen in örtlichen Krankenhäusern. Die behördliche Lebensmittelüberwachung erweitert die Liste der kontaminierten Früchte. Riesige Rückrufaktionen werden erwartet. Die Behörde setzt ihre Untersuchungen von möglicherweise mit Schimmelpilz befallenen Früchten im ganzen Land fort. Ursprüngliche Listen, die landesweit an den Einzelhandel verteilt wurden, warnten vor aus Südamerika eingeführten Pflanzen. Aber jetzt wurde der Bereich auf Mittelamerika und Mexiko ausgeweitet. Mehrere Unternehmen haben bereits freiwillig ihre Lebensmittel aus dem Handel zurückgerufen. Die Behörde wird voraussichtlich eine erweiterte Liste von Lebensmitteln veröffentlichen, die unter Fortsetzung auf Seite 3 Polizei, verwirrte Frau, tötet ihren Mann und drei weitere Personen. Eine Begegnung mit der örtlichen Polizei endete gestern Abend blutig, als die Polizei auf mehrere Notrufe in West Lake Hills reagierte. Als die Beamten bei ihren Eintreffen einen grausigen Tatort vorfanden, wurden sie von Sandra Rivers, die sich ohne Wissen der Polizei auf dem Gelände aufhielt, gewaltsam angegriffen. Ja, schönes Bild mit Fischen. Sieht ein bisschen komisch aus, aber soll uns nicht weiter stören. Aber dieses Grisselige, das nervt mich tatsächlich sehr. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht das gleiche Problem haben wie bei The Quarry. Ich weiß mittlerweile wieder, wie es hieß. Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Dann, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Sofort alle hier wegbringen. Es wird gar nicht. Ja, laufen, ne? Hey, es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Oh. Was war das? Oh Gott. Ich schätze mal, da waren jetzt gerade die Leute, die im Fernsehen waren. Gehen wir mal runter. Laufen kann ich immer noch nicht mit keiner Taste. Dad! Damit auch nicht. Was ist bloß los? Sein Telefon. Ja, ich höre es. Da, ich glaube. Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. On my way. Where the hell are you? Call me.
könnte das natürlich auch einfach mal mitnehmen. So, ich komme heute spät nach Hause. Du kannst dir Essen bestellen. Wir sehen uns morgen früh. Papa. Wo ist er? Essen. Arbeiten. Ich wollte schon Essen bestellen sagen. Das hört sich nicht gut an. Ach, hier kann ich gar nicht rum. Ich will aber nicht da rum. Ich weiß ja schon, was passiert. Ich gehe einfach woanders hin. So. Das ist auch nicht besser. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. Ich laufe nur ein bisschen hier rum. Du hast einen Anruf bekommen. Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Okay. Ted, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim. Dad. Jimmy, komm her. Komm her. Jimmy. Jimmy, komm her. Nee, ich warne dich. Nein. Geh. Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Komm, oh, Scheiße. Rein. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Scheinen sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Hey, Sarah. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Kein Handy. Kein Radio. Ja, uns geht's super. Eben noch hat der Sprecher palabert. Und wo sollen wir hin? Er sagte, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Die wollte ich nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Sorry. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Es passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Herr im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt, nicht hier. Hat er nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Mal sehen, was Sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr hey, vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Jemand anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Scheiße! Was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, habe ich. Verdammt! Dreh hier, dreh hier! Nein. Wovor rennen die weg? Holen sie heraus. Ich versuch's ja! Oh nein! Wir können hier nicht anhalten, ich Tommy! Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel! Fahr zurück! Hinter mir sind sie auch! Da! Festhalten! Fahr! Vorsicht!
nicht! Zurück, Kleines. Zurück. Nichts gut. Kleines. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Wie schlimm. Finde ich schlimm. Wir müssen jetzt rennen. Gib uns weg. Komm, Schatz. Halt dich fest. Okay. Der Lauf. Joel, pass auf. Mach die Augen zu, Kleines. Das würde ich auch gerade gerne. Ich weiß nämlich nicht, wohin. Moment, ich lauf immer der Pistole hinterher. Das ist schlecht. Darum. Sieh einfach nur mich an, Kleines. Ich guck dann woanders hin, während du mich noch anguckst. Ich bring dich hier raus. Versprochen. Ist er jetzt noch hinter mir? Da ist er. Wo ist er? Müssen wir hier weiter oder woanders hin? Zurück, es sind zu viele. Ich wollte gerade sagen. Hier lang. Okay. Mach das auf. Entschuldigung, Kleines, war nur dein Kopf. Alles gut. Nein! Er ist tot. Verdammt! Wieso verdammt? Das ist gut. Was da, Kleines? Die kommen durch den Zaun. Ja, dann lauf. Lauf weiter. Mach, dass ihr wegkommt. Ja, wohin? Oh. Nicht dahin. Bewegung. Ich komm, ja. Los zum Highway. Los, du hast Sarah. Ich bin schneller als sie. Okay, Tommy. Wir treffen uns dort. Mach schnell. Wir müssen ihm helfen. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen uns selber helfen. Müssen wir hier rum? Bin mir nicht sicher. Irgendeiner läuft gerade hinter mir her, glaube ich. Ich habe den Schatten gesehen. Dad? Ja, Schätzchen? Wir laufen einfach. Wir gucken nicht. Der war am Boden. Der schafft es nicht, uns einzuholen. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Bleib da stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an.
Last of Us Part 1. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar, aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer zuständigen Quarantäne zurück. Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.